Hallo Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. In diesem Video werden wir die besten Momente der Saiyajin-Saga aufzählen. Ich habe diese chronologisch gerankt. Wenn ein Moment, den ihr drin habt, nicht dabei ist, schreibt ihr mir gerne in die Kommentare. Aber ich habe nur die Momente genommen, die ich in meinem Kopf sehr eingeprägt habe und die ich beim Manga-Lesen nochmal nachgelesen habe und sehr geil finde. Und damit würde ich auch sagen, fangen wir mit den besten Momenten aus der Saiyajin-Saga an. Der erste Moment, den ich in diesem Video drin habe, ist Piccolos Blast gegen Raditz. Und da muss ich ganz klar sagen, wie bedrohlich war Piccolo im Kampf gegen Son Goku in Dragon Ball Classic. Und dann taucht einfach in Dragon Ball Z am Anfang ein neuer Gegner auf, der einfach dasteht und Piccolos Angriff einfach wegschluckt oder wegtankt, ohne mit der Wimper zu zucken. Und ich finde es einfach geil, wie bedrohlich Raditz schon von den ersten Folgen war und wie schwach auf einmal der letzte starke Gegner von Son Goku dargestellt wird. Und daher ist dieser Moment für mich verdient in diesem Video. Dann kommen wir zum nächsten Moment und das ist Son Gohans Kopfnuss gegen Raditz. Ich fand diesen Moment einfach cool, wie Raditz Son Goku in Anführungsstrichen foltert und Son Gohan rauskommt und sagt, lass meinen Vater in Ruhe oder lass meinen Papa, und ihn einfach übel die Kopfnuss gibt und man auch mal richtig gesehen hat, wie verwundbar Raditz war und was Son Gohans Potenzial war. Da hat man das erste Mal auch Son Gohans Stärkepotenzial bei einem Wutausbruch gesehen, was ich sehr, sehr wichtig für die Story finde. Dann kommen wir zum nächsten Moment und das ist die Höllenspirale gegen Raditz. Und da rede ich von der zweiten, nicht die erste, die nicht getroffen hat oder nicht perfekt getroffen hat, sondern die zweite, wo Son Goku mit stirbt. Und da muss man ganz klar sagen, diesen Moment haben bestimmt viele noch im Kopf, wie Goku sich einfach opfert. Und da war auch das erste Mal, dass Son Goku gestorben ist und man das Gefühl hatte, Son Goku könnte eventuell nicht wiederkommen. Klar, man wusste, Dragon Ball gibt's, aber man hatte irgendwie das Gefühl, Goku könnte nicht wiederkommen, weil es der erste Tod von Son Goku war und dann auch noch mit seinem Ex-Rivalen, also ich sehe Piccolo nicht mehr als seine Rivalen, deswegen sage ich Ex-Rivalen, zusammenkämpft und dann sich für die Erde opfert und so viel Vertrauen in Piccolo hat und sich mit der Hilfe von Piccolo an Raditz rächt oder ihn besiegt, sagen wir es eher so. Und dieser Moment, wie die Höllenspirale Son Goku und Raditz durchlöcherte, sehr, sehr geil. Dann ein kleiner Moment und das ist Piccolo zerstört den Mond. Ich fand das einfach krank, wie man sieht, was für ein Kräftelevel-Unterschied von Dragon Ball Classic zu Dragon Ball Z jetzt schon ist. Klar, wir hatten auch den Moment, wo Jackie Chun den Mond zerstört hat, aber ich finde, Piccolo hat das viel, viel lockerer gemacht. Ohne irgendwie Probleme hat er den Mond zerstört und ich finde es einfach cool. Dann haben wir die Ankunft der Saiyajins und da habe ich den Moment drin, Nappa zerstört die Stadt. Und dieser Moment ist einfach krank. Man hat einfach gesehen, wie Nappa mit zwei Fingern eine ganze Stadt zerstört. Wie krass ist das? Also, dann habe ich den nächsten Moment. Krillin tötet alle Pflanzenmänner. Das ist ja nachdem Yamcha getötet wurde von einem der Pflanzenmänner, hat Krillin alle Pflanzenmänner getötet, glaube ich, außer einen. Den hat dann Piccolo getötet. Aber wie krass sauer Krillin war und dann mit seinem Streu-Kamehameha oder mit seiner Streuenergie alle Pflanzenmänner getötet hat, fand ich sehr, sehr geil. Dann haben wir zu einem sehr brutalen Moment und das ist Nappa schlägt Tenshinhan seinen Arm ab. Diesen Moment fand ich auch sehr, sehr krass, wie Tenshinhan blocken will, Nappa kommt und ihm einfach locker den Arm abschlägt. Sehr, sehr kranker Moment. Dann habe ich zwei Opfer. Einmal Chaozu sein Opfer gegen Nappa. Er hat sich ja selbst in die Luft gesprengt, was Nappa nicht interessiert hat. Auch sehr krasser Moment. Und dasselbe spricht auch für Tenshinhans Opfer, wo er mit seiner Neo-Kiku-Kanone versucht hat, Nappa zu besiegen, es aber Nappa eigentlich auch nicht so interessiert hat. Also sind beide Opfer, einmal Chaozu sein Opfer und Tenshinhans Opfer, auch in diesem Video vertreten. Dann kommen wir zu einem meiner Meinung nach der emotionalsten Momente aus der Saiyajin-Saga und das ist Piccolos Opfer für Son Gohan. Wir wissen alle, Nappa wollte Son Gohan töten, Piccolo ist davor gesprungen, lag dann da und hat dann gesagt, Son Gohan, du bist der Erste, der nett zu mir war, ich habe die Zeit mit dir genossen. Das war ein richtig, richtig geiler Moment. Das war auch der Moment, wo man gesehen hat, Piccolo ist kein schlechter Charakter. Und da war auch der Moment, wo man Piccolo und Gohans Bindung noch mehr aufgebaut hat und der Anfang der Verbindung zwischen Gohan und Piccolo und ein sehr, sehr emotionaler und schöner Moment. Dann kommen wir zum nächsten Moment und das ist, als Vegeta die Kampfkraft von Son Goku sieht und er sagt over 8000 oder über 8000 im Deutschen. Ich fand diesen Moment sehr, sehr cool und er hat sich halt auch wegen dem over 9000 sehr in den Kopf eingebrannt und deswegen musste er in diesem Video mit vertreten sein. Dann haben wir den Kampf Goku vs. Nappa und da zähle ich nur die Momente, wo er immer Nappa einen Schlag verpasst oder irgendwas Nappa antut und sagt, das war für Chaozu, das war für Yamcha, das war für Tenshinhan und das war für Piccolo. Dieser Moment war auch sehr, sehr geil für mich und daher auch verdient in diesem Video. Dann
haben wir wieder einen emotionalen Moment und das ist Vegeta tötet Nappa. Ich fand diesen Moment sehr, sehr krass, wenn ich überlege, wo ich das erste Mal Dragon Ball geguckt habe, wie krank es war. Nappa verliert gegen Son Goku und Vegeta packt ihn einfach, schmeißt ihn hoch und tötet ihn, ohne eine Wimper zu zucken. Sehr, sehr krass. Dann haben wir den nächsten Moment und das ist Son Goku, seine Kaioken gegen Vegeta. Hier muss ich ganz klar sagen, da sehe ich das alles zusammen, der Kampf gegen ihn, als den Moment Son Goku die Kaioken einsetzt und wie er den Prinzen der Saiyajins überlegen ist in der Kaioken. Wie Son Goku sagt, ich hoffe, mein Körper hält das aus, er in die Kaioken geht. Im Manga sieht es sehr geil aus, im Anime sah es sehr geil aus. Diese Kaioken in der Saiyajin-Saga war vielleicht sogar meine Lieblings-Kaioken-Moment. Und da muss ich einfach sagen, wie krass die Kaioken gegen Vegeta eingesetzt wurde, war sehr, sehr geil. Dann kommen wir zu einem meiner Lieblingsmomente aus der Saiyajin-Saga und das ist die Garlic Gun versus das Kamehameha. Hier muss ich ganz klar sagen, das war ein sehr, sehr geiler Moment, wie Vegeta dann stinksauer war und gesagt hat, ich zerstöre jetzt die Erde. Er hat seine Garlic Gun runterschießt. Goku mit seinem Kaioken-Kamehameha kontert es auch noch stärker als die Garlic Gun von Vegeta ist und Vegeta immer sauer wird. War sehr, sehr geil und auch die Animation und alles zusammen, was da reinspielt bei der Garlic Gun versus Kamehameha, war sehr, sehr geil. Dann haben wir Yajirobe schlägt Vegeta den Schweif im Osaru ab. Fand ich sehr geil, wie Vegeta der Destructo-Disc von Krillin einfach ausweicht, aber Yajirobe mit seinem Schwert es schafft, den Osaru seinen Schweif abzuschneiden. Und da hat man auch gesehen noch in der Saiyajin-Saga, dass auch so schwächere Charakter noch Screentime kriegen, was ich sehr, sehr geil fand. Dann haben wir die Genki-Dama. Wir wissen alle, wie es ablief. Son Goku wollte eine Genki-Dama einsetzen, hat es nicht hingekriegt, hat diese Krillin gegeben. Krillin hat die Genki-Dama geschmissen, Vegeta konnte ausweichen und Gohan hat sie dann reflektiert und damit konnten sie Vegeta treffen. Ich fand das Teamwork einfach sehr, sehr cool und ich fand es auch cool irgendwie, dass man gesehen hat, man kann eigentlich Genki-Dama sogar übertragen, also die einhändige. Und dann haben wir wieder noch einen kleinen Moment, Gohan im Osaru gegen Vegeta. Ich fand es einfach cool, wie panisch Vegeta dann auf einmal wurde, als Gohan im Osaru war. Er hat ja versucht, bevor Gohan sich verwandelt, ihm den Schweif abzuschlagen, hat er nicht hingekriegt. Ich fand es einfach cool, wie Son Goku, glaube ich, zu ihm sagt, zu Gohan, Gohan, schau hoch in den Mond und Gohan sich dann verwandelt und dann einfach Vegeta mal kurz ein bisschen Schellen verteilt an ihm. Also Gohan an Vegeta Schellen verteilt. Sehr, sehr krass. Und dann kommen wir zum letzten Moment für dieses Video und das ist, Krillin lässt Vegeta am Leben auf Gokus Wunsch. Und das finde ich sehr geil, weil durch diesen Moment ist die ganze Rivalität zwischen Goku und Vegeta erst gekommen. Dadurch hat die Story sich so geformt, wie sie ist, denn ohne Vegeta wäre die Story ganz anders. Dazu könnte man vielleicht auch mal ein Video machen. Und ich finde es einfach krass, was ein Vertrauen Krillin in seinen besten Freund Goku hat. Goku sagt, Krillin, lass ihn am Leben, das nächste Mal besiege ich ihn alleine. Und Krillin tut es einfach akzeptieren und tötet Vegeta nicht. Und ich fand diesen Moment sehr, sehr schön. Und ich finde diesen Moment halt, wenn du dich ein bisschen mit Dragon Ball mehr auseinandersetzt, weißt du halt, was dieser Moment alles gebracht hat. Mit der Rivalität, was später noch passiert mit Vegeta und Goku. Das finde ich sehr, sehr geil und daher ist das für mich der letzte und auch einer der wichtigsten Momente aus der Saiyajin-Saga. Und damit würde ich auch wirklich sagen, wenn ich einen Moment vergessen habe, schreibt ihn mir gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, danke, dass ihr euch das Video angeschaut habt und bis zum nächsten Mal.